das war wirklich mal eine köstliche Maischberger-Sendung mit einer gewaltigen Klatsche für Kevin Kühnert und der stellvertretenden Spiegel-Chefredakteurin, die sich in ihrer Ideologie komplett selbst zerlegt. Und damit willkommen in meinem kleinen Strandhaus hier bei Demokratisch Denken. Ja, die gute Frau Ammann vom Spiegel ist ja quasi Dauergast in den ganzen Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen und betreibt dort, ohne es zu merken, im Grunde die ganze Zeit Wahlwerbung für die AfD. Aber in dieser Sendung hat sie sich wirklich selbst übertroffen. Und zu dieser Stelle kommen wir auch gleich, aber zuerst mal ein Teil, wo ich ihr tatsächlich Recht geben muss. Was man sieht bei diesem Umfang, ich glaube, dieses Label rechtsextrem, damit kann wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, der durchschnittliche AfD-Wähler überhaupt nichts mehr anfangen. Das ist für die so eine linke Kampfparole. Also das wird einfach nicht ernst genommen. Und man sieht das als Label einer Behörde, die wie dem Verfassungsschutz, den man längst als politische Behörde wahrnimmt, den man nicht ernst nimmt in seiner Bewertung. Richtig, den Verfassungsschutz kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen als Behörde. Und ich kann Ihnen auch zeigen, warum. Ich finde es ganz großartig, wie Fridays for Future jetzt eben auf die Straßen gehen und sich für diese Ziele einsetzen und das ja auch durchgängig friedlich. Sagt Haldenwang von einer Organisation, die ganz öffentlich erklärt, Zitat, und natürlich denken wir darüber nach, wie man eine Pipeline in die Luft jagen kann. Zitat Ende. Und dann gibt's ja noch so tolle Aktionen wie die hier. Das Begehen von Straftaten macht diese Gruppierung jetzt nicht extremistisch. Ja, extremistisch ist immer dann, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht. Die sagen, hey, Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr Regierung müsst jetzt endlich mal was tun. Also anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger jetzt nun zum Handeln auffordert. Diese Aktion hat Menschenleben in Gefahr gebracht. Während sich Klimaprotestler auf den Zufahrten der Berliner Stadtautobahn festkleben, können Minuten später Einsatzkräfte nicht zu einem ernsten Notfall durchdringen. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Herr Quent. Ja Mensch Leute, das ist doch die Stelle, wo ihr klatschen müsst. Na, das müssen wir aber noch ein bisschen üben. Aber Haldenwang hat auch solche interessanten Aussagen getätigt. Was anderes ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform von ganz vielen, die es weltweit gibt. Es gibt Kommunismus, Sozialismus, es gibt eben religiös geführte Systeme, es gibt Monarchien, all das gibt es und all das kann man auch in Deutschland sagen. Genau, und der auch gerne mal gegen die politische Opposition vorgeht. Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Dazu haben wir keinerlei Möglichkeiten. Ja, und da wundert sich Frau Ammann, dass man den nicht mehr ernst nimmt. Kommen wir jetzt aber zum wirklich lustigen Teil, und das ist die gewaltige Klatsche für Kevin Kühnert. Guten Abend. Herr Kühnert. Herr Kühnert, wie schön, dass Sie da sind, weil in 2 Wochen wird in Brandenburg gewählt und die dortige SPD-Vize- und Finanzministerin Katrin Lange hat einen Wunsch an Sie und Frau Esken. Sie sollen bitte nicht mehr in Talkshows gehen. Sie vermittelten einen verheerenden Eindruck. Also streng genommen hat sie ja recht. Ich glaube, es wäre wirklich besser für die SPD, wenn Kevin Kühnert und Saskia Esken nicht mehr in Talkshows eingeladen würden. Aber ich persönlich finde die beiden klasse. Ich meine, die machen immer Werbung für die Opposition. Und vor allem Kevins Gesicht dabei. Ich glaube, die Begrüßung hätte er sich auch anders vorgestellt. Ja, und dann gab's noch ein bisschen Kritik von Frau Mohammed Ali vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Und passt mal auf, wie Kevin darauf reagiert. Kannst du nicht polemisch werden? Ich möchte doch einfach nur auf die Fakten hinweisen. Ja, der Niedriglohnsektor ist bei etwas über 15%. Der war vor 15 Jahren bei 25%. Jeder Vierte hatte hier im Niedriglohnsektor gearbeitet. Das ist 10 Jahre her. Da haben Menschen nach Tarif in Ostdeutschland im Friseurhandwerk für 4 Euro die Stunde gearbeitet. Dass das heute weg ist, mit Verlaub, dazu haben die Mitglieder ihrer Partei nichts beigetragen, aber sehr wohl die Sozialdemokratie. Ach, die tollen Sozialdemokraten. Immer darum besorgt, dass die armen Menschen endlich mal mehr in der Tasche haben. Und da lobt sich unser Kevin, dass die Menschen jetzt nun nicht mehr im Friseurhandwerk 4 Euro die Stunde, sondern ja mehr als das Dreifache, nämlich 12,41 Euro die Stunde bekommen. Dank des Mindestlohns der SPD. Ja, was unser guter Kevin hier leider übersieht,
Die Preise haben sich auch mehr als verdreifacht. Hier mal ein Kassenzettel, zugegeben, der ist etwas älter, nämlich von 2002, zeigt aber sehr gut, wie sich die Preise verändert haben. So kostete nämlich damals bei Lidl eine Packung Eier Größe M in der 10er-Packung gerade einmal 65 Cent. Ja, von diesen Preisen können wir heute nur träumen. Heute kostet nämlich die gleiche 10er-Packung Eier 1,99 Euro. Das heißt, die tolle SPD hat am Ende gar nichts verbessert. Und wer jetzt meint, naja, immerhin können sie sich genauso viel kaufen wie damals und das trotz der Inflation, eben nicht. Denn dadurch, dass sie einen höheren Bruttolohn bekommen, müssen sie natürlich auch mehr Steuern zahlen und haben am Ende sogar weniger Geld in der Tasche als damals. Und es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum Menschen immer wieder auf das gleiche Märchen hereinfallen, denn die SPD ist alles, nur nicht sozial. Denn wenn es ihnen tatsächlich um das Wohl der Menschen ginge, hätten sie einfach mal die Steuern gesenkt, um dafür zu sorgen, dass die Menschen mehr in der Tasche haben, ohne die Inflation weiter anzuheizen. Zu seiner Verteidigung muss man aber auch sagen, Bündnis Sahra Wagenknecht würde das garantiert nicht besser machen. Und bevor ich mich weiter über den Kevin aufrege, wechseln wir mal das Thema und zwar zum nächsten Aufregerthema in Deutschland. Und da fand Christian Lindner mal eindeutige Worte. Die Bürgerinnen und Bürger haben am gestrigen Tag eine klare Botschaft gesendet. Und die klare Botschaft ist, es muss sich etwas ändern. Und insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Ja, das möglicherweise kann man hier getrost streichen. Aber das Krasse ist, dass die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels das überhaupt noch nicht mitgekriegt hat. Und deshalb muss ja Herr Wickert erstmal erklären, was denn eigentlich das Problem in Deutschland ist. Nehmen wir Hamburg als Beispiel, wo ich wohne. Und da gibt es diesen wunderbaren Jungfernstieg. Das ist wirklich die Parademeile von Hamburg. Der Binnenalster. Der Binnenalster. Und da trauen sich Frauen nicht mehr alleine hin, weil das der Treffpunkt ist von jungen Männern, die aus Kulturen kommen, die Frauen nicht respektieren. Wo man immer wieder auch dann von Messerstechereien sieht. Und da sagt man, das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte. Und das ist etwas, wo man sagt, andere kommen und sagen, Leute, die geduldet werden, dürfen hier nicht arbeiten, bekommen aber 10 oder 15 oder 20 Jahre staatliche Unterstützung. Und da sagt eine Kassiererin, wieso bekommen die alle 10 Jahre eine neue Waschmaschine, einen neuen Fernseher? Aber das heißt, da gibt es ein Gefühl bei ganz normalen Menschen, hier stimmt irgendetwas nicht. Hier ist irgendwas nicht richtig geregelt. Ja, genau so ist es. Und das Gefühl wird auch noch verstärkt durch solche Leute wie die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin, die sich jetzt mal hinstellt und meint, dass das alles völlig frei erfunden ist. Kein Scherz, das meint sie wirklich. Oder haben Sie das irgendwo gelesen oder was ist da die Grundlage für? Das ist so eine Behauptung, die Sie hier in den Raum stellen. Das haben mir Frauen erzählt. Okay, ich weiß nicht, ob Sie jetzt jede Frau in Hamburg gefragt haben, aber da würde ich doch mal ein kleines Fragezeichen hinter die anekdotische Evidenz setzen. Nein, weil das sind solche Behauptungen, die ich wirklich schwierig finde. Ja, die Fakten anzusprechen, ist Ihrer Meinung nach eine schwierige Behauptung. Dabei ist die Kriminalstatistik hier wirklich eindeutig, dass die überwiegende Mehrheit der Täter jung ist, männlich und Migrationshintergrund hat. Und sie legt tatsächlich noch einen obendrauf, solche Informationen sollte man nämlich überhaupt nicht erst verbreiten. Aber dann müssen Sie mal die Hamburger Abendblatt lesen und da werden Sie feststellen, wie häufig diese Dinge immer wieder drinstehen. Auch das ist kein Beleg für Ihre Beobachtung. Ja, tut mir leid, aber ich meine, wir reden hier über Gefühle. So können wir doch nicht Informationen verbreiten, also auf dieser Basis, tut mir leid. Also es kann sein, dass es so ist, aber ich bin 2 Tage die Woche in Hamburg nur, nicht jeden Tag und davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, kein Scherz, das hört die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels zum ersten Mal. Und da wundern sich die Leute, dass die Menschen das Vertrauen in die Medien verloren haben. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, die sind so perfekt abgeschirmt von der Realität, dass sie das überhaupt nicht mehr mitbekommen. Und genau das merkt man ja auch immer wieder in ihren Artikeln, die vollkommen an der normalen Bevölkerung vorbeigehen. Und deshalb muss ich hier etwas ändern, und zwar dringend. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.